Ich muss sagen, ich habe auch ehrlicherweise bis heute nicht verstanden, was die beiden in dem Moment da irgendwie von mir wollten. Weil, keine Ahnung, ich habe ganz klipp und klar gesagt, ey, natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt noch Gefühle für den Jasmin, das geht ja jetzt auch nicht nach 3 Tagen weg, aber ich habe für mich einfach dann akzeptiert, okay, wird nichts mehr. So, ich war das erste Mal drin, weil ich gucken wollte, ob das irgendwie noch Zukunft hat, weil ich ihn noch zurück wollte. Er hat mir klipp und klar gesagt, er will das nicht. Soll ich jetzt die ganze Zeit in der Ecke sitzen und da irgendwie einen Depressiven schieben, wenn jemand reingekommen ist, der mir halt auch gefällt? So, und ich habe zu keinem Zeitpunkt den Marvin irgendwie ausgenutzt für so eine Kacke. Also ich fand ihn einfach gut und fertig. Und man muss ja auch sagen, das erste Mal, als ich bei Ex on the Beach drin war, habe ich von Anfang an ganz klipp und klar auch kommuniziert, dass ich den Jasmin noch geliebt habe und dass ich ja ihn gerne zurück möchte. Da habe ich keinen anderen Mann angeguckt, oder? Ich habe nichts mit irgendwem gehabt. Ich habe nur Interesse an ihm signalisiert. Deswegen finde ich diese Aussage so schwachsinnig in dem Moment, dann zu sagen, ja, wenn man jemanden zurück will, dann verhält man sich nicht so. Ja, also sorry, also wenn du mir klipp und klar 3-4 Mal sagst und mich so behandelst, du willst mich nicht mehr, was soll ich dann machen? Ja, okay, dann geht das Leben auch irgendwann mal nach einem Jahr weiter. Also, check ich nicht. So Männer dürfen immer alles machen, da juckt das nicht, aber bei einer Frau ist immer direkt so, oh mein Gott, Krise. Ich muss halt sagen, ich finde es ein bisschen schade, wie extrem viel einfach rausgeschnitten wurde, wodurch man auch viele Zusammenhänge einfach immer nicht versteht oder man denkt auch die ganze Zeit, Jasmin und ich hätten uns nur angebieft, was wir gar nicht haben, sondern zum Beispiel, wir haben uns davor auch den ganzen Mittag, als Carina und sowas auf der Party waren, super gut verstanden, also wirklich einfach nur freundschaftlich, ohne jetzt flirty oder sonst irgendetwas. Und ich verstehe das auch, dass wenn man das guckt, man denkt sich, okay, wie Vanni schreibt das und man sagt, wie Delulu ist Paulina eigentlich, dass sie die ganze Zeit sagt, sie liebt mich auch noch. Er hat es mir und das finde ich auch zum Beispiel, ich check das nicht, aber das ist einfach 100% Story of Yasin. So. Was er zu dir ins Gesicht sagt, ist komplett was anderes, als wie er dich dann vor anderen Leuten behandelt. Und das ist... check ich halt nicht, weil er hat, und das ist einfach Tatsache, ich weiß nicht, warum man es nicht gezeigt hat, 4-5 Mal in der Show auch noch gesagt, ja, ich liebe dich auch noch, aber ich will die Beziehung nicht mehr, was ja auch okay ist. Na, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, hätte er mir klipp und klar ins Gesicht gesagt, ich liebe dich nicht mehr und ich will das alles mit dir nicht mehr, beziehungsweise das hat er mir gesagt, ich will die Beziehung nicht mehr, aber er hat mir nie gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Das hat er dann in Interviews gesagt, aber zu mir ins Gesicht hat er gesagt, ja, ich liebe dich noch. Natürlich liebe ich dich noch, so, und egal, wie sehr ich mir das wünschen würde, ich kann das einfach nicht mehr mit uns, was auch, wie gesagt, es ist ja in Ordnung, so. Aber ihr wisst ja auch gar nicht, was davor alles passiert ist und ich meine das jetzt auch überhaupt nicht böse, also wirklich gar nicht so. Ich will jetzt hier nicht gegen ihn schießen oder so. Mir geht es einfach nur darum, dass ich glaube, dass sehr viele Frauen vor allen Dingen das auch kennen. Deswegen muss ich auch so lachen, als ich dann gesehen habe von wegen, dass er mich manipulativ genannt hat. Ich glaube, sehr viele Frauen kennen das, wie Männer zu dir sind im Privaten, wenn sie was von dir wollen. Oder wenn sie wollen, dass du ein bestimmtes Verhalten an den Tag legst. Und wie sie dann zu dir in der Öffentlichkeit bzw. vor anderen Leuten sind, sodass es so aussieht, als ob du nicht mehr einen Lappen am Zaun hättest. Ist auch egal. Für mich ist das Thema, wie gesagt, sowieso schon lange durch, klar, ne? Wir haben es jetzt gerade in der Ausstrahlung. Aber ich glaube, ich bin schon zwischendurch... Ich finde es schon krass. Also ich finde es krass, wenn ich mir überlege, wie korrekt wir uns dort eigentlich zwischendurch verstanden haben. Und wie heftig er lästert die ganze Zeit in Interviews und wie schlecht er redet. Mein Gott, aber so ist das immer in Shows, ne? Man sieht das dann immer hinterher. Ah, ihr werdet auch noch sehen. Ich hab die Wahrheit gesagt. Ich war straight in der Hinsicht. Und den Rest werden wir dann sehen. Weil für mich das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Also, ich kann ja mit jemandem abschließen oder sagen, okay, ich akzeptiere für mich, dass das nichts mehr wird. Aber das wäre ja fett gelogen, wenn ich dann wiederkommen würde und sagen würde, ach, weißt du was, jetzt sind alle meine Gefühle weg. Und wenn man mich etwas fragt, dann finde ich es nur fair, dass ich auch ehrlich antworte. Also das war ja wahrscheinlich dann auf die Frage mit Marvin bezogen, weil er mich das halt in der Folge gefragt hat. Nee, ich habe den Marvin dort am Strand das allererste Mal in echt gesehen. Also wir haben auch vorher nie geschrieben oder irgendwelchen Kontakt gehabt. Ich habe ihn halt mal auf Instagram so gesehen, ne, wie man halt mal so auf ein Profil von jemandem schaut. Aber Männer und Frauen sind dort auch in getrennten Hotels und du darfst ja auch dein Zimmer nicht verlassen, weil du halt in so einer Quarantäne bist, ne?
Ja, mein Gott, ne? Würde ich jetzt mal ganz trocken behaupten, er ist jetzt auch nicht gerade Jesus. Ja, das ist unter anderem auch ein Grund, mitunter, wieso er sich vielleicht damals in mich verliebt hat. Das fand er damals bei mir aber gut. Jetzt ist es scheiße. Leute, Hand aufs Herz. Natürlich. Natürlich glaubt ihr, einer da drin ist da, damit er keine Show macht. Also wisst ihr, was ich meine? Viele, also gerade im Reality-TV, es gibt so viele Situationen, wo man nicht so reagiert, ob jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt, wie man im normalen Alltag reagieren würde, weil das einfach keine alltäglichen Situationen sind. Du bist 2 Wochen dort eingesperrt mit deinem Ex-Partner, mit deinen Ex-Partnern. Du wirst ekelhaftesten Situationen ausgesetzt. Du kannst nicht weg, du hast keine Möglichkeit, dich in irgendeiner Form abzureagieren oder zu reflektieren. Nach jedem Streit wirst du auch noch 30 Mal in Interviews natürlich richtig provoziert und gefragt danach. Du bist einfach 2 Wochen am Stück auch noch besoffen. Also, keine Ahnung, im normalen Leben würde ich viele Sachen nicht so machen, ne? Dazu muss ich auch noch sagen, glaubt ihr, irgendeiner von euch würde den Scheiß einschalten, wenn sich dort alle im Griff hätten. Wenn dort nie einer ausrasten würde. Wenn dort nie einer Delulu wäre. Denn wenn dort nicht so komische Streitsituationen oder Aussagen entstehen würden, das würde niemand gucken. Das ist einfach Fakt. So genauso dumm für mich wie so eine Aussage. So, du bist da nur drin für Sendezeit. Natürlich. Warum denn sonst? Sonst kann ich zu Hause bleiben. Auf Ernst jetzt. Denkt ihr nicht, ich gucke manchmal meine eigenen Folgen, so wie zum Beispiel die gestern, und denk mir so, boah, Paulina, boah, ist das unangenehm, boah, ist das unangenehm. Und dann versuche ich mir wieder zu denken, okay, hätte jetzt nicht sein müssen, safe. War es unterhaltsam? Ja, von daher. Und dafür werde ich im Endeffekt bezahlt, das ist mein Job, euch zu unterhalten. Also, dass ich da bestimmt nicht immer meine Glanzleistung gezeigt habe oder auch wirklich maximal die Lulu war, das wissen wir, glaube ich, alle. So. Aber habt ihr euch unterhalten gefühlt? Habt ihr alle was zu quatschen? Und ich finde sowieso am geilsten die Leute, die sich übertrieben reinsteigern, solche Brettertexte da schreiben. Ich meine, lasst euch ruhig aus, so, ich lese mir das eh nicht durch. Aber normal denke ich mir auch übelst oft. Aber ich denke, das Wichtige dabei ist, trotzdem, so ist das aber im normalen Leben auch, ja, dass man sich, also dass man trotzdem irgendwie für sich eingestanden ist. So, ich habe dort die Wahrheit gesagt, ich hatte dort echte, wahre Intentionen. Und ich denke, das sind auch trotzdem Stories aus dem Leben. So bei jedem Paar, also Ex-Paar oder dann später wieder Paar. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Und keine Ahnung, ist mir jetzt gerade irgendwie einfach durch den Kopf gegangen und das wollte ich jetzt einfach mal ganz kurz loswerden an der Stelle.